Da guckst du, war schon, stehe ich da mit dem Ding offen. Neues Video von Basteltown. Ich bin der Daniel und heute geht es um meine Fräsmaschinen-Kombi. Ich habe es richtig ausgedrückt, glaube ich. Ich bin mit der sehr zufrieden, aber erst einmal abonnieren und Glocke anmachen, dann verpasst du kein Video mehr. Los geht's. Warum die beste Kombi? Ich sag mal so, ich habe jetzt das dritte Fräser-Set. Ich habe eine Triton-Oberfräse, eine Perles-Oberfräse, eine Billig-China-Fräse und die Bosch-Kantenfräse. Die 12 Volt, die ist auch nicht gerade billig, wenn man da einen gescheiten Akku will. Und Ladegerät ist man da auch gleich, glaube ich, bei 200 Euro. Was auch die Makita kostet. Bei der Makita habt ihr noch einen Winkelkorb dabei. Jetzt muss ich den erstmal aufmachen. Ja, wie es der Name schon sagt, ihr könnt hier einen Winkel einstellen und damit könnt ihr unterschiedliche Gärungen fräsen. Falls ihr jetzt nicht einen 45 Grad Gärungsfräse habt oder einen 30 Grad. Ist sehr praktisch. Benutze ich aber sehr, sehr selten. Dann gibt es noch den kleinen Kantenrand und Kantenfräserkorb. Der kommt auch hin und wieder mal zum Einsatz, aber ich lasse eigentlich auch zum Rand- und Kantenfräsen. Meistens in dem großen Korb dafür. Der hat eine Höheneinstellung, Tiefeneinstellung würde ich es jetzt nennen. Und eine Geschwindigkeits-, ja gut, die Geschwindigkeitsregelung, die ist eigentlich hier an der Fräse dran, nicht an dem Korb. Auf jeden Fall könnt ihr auch ihn mit dem Revolver hier fertige Höhen einstellen oder hier noch variieren im feinen Bereich. Ja, Feststellknopf ist natürlich auch dran. Und das bringt für mich alles eigentlich mit, was ich so brauche. Also sie hat mir sehr, sehr viel geholfen und ist nach wie vor top in Schuss. Ich habe es jetzt dann im März, sind es 2 Jahre, und kann über diese Maschine nicht meckern. Genauso wenig wie über den Parallelanschlag, den ich mir noch gleich dazu gekauft habe. Ich glaube 34 Euro hat er gekostet. Heißt, Fräse rein. Dann denkt bitte dran, 8 mm Stangen, nicht 1 cm, weil die 1 cm, die passen nicht, den Fehler habe ich gemacht. Habe ich nachkaufen müssen, im Obi gleich eine Edelstahlstange gekauft. Auf jeden Fall habt ihr hier auch eine Feinjustierung, heißt ihr habt einen 10er Fräser und fräst eine Nut, braucht aber 12. Dann macht ihr hier die Arretierung auf und dreht dann 2 mm raus oder 2 mm rein. Dadurch wird eure Nut dann von 10 auf 12 mm aufgeweitet, aber nur, wenn ihr dann nochmal durchfahrt. Auf jeden Fall verlinke ich euch das mal in der Videobeschreibung. Irgendwie macht's Film heute Spaß, denn ich habe ein neues Objektiv. Falls ihr es noch nicht bemerkt habt, die Kamera ist jetzt näher bei mir. Heißt, mein Ton wird wahrscheinlich besser und ich habe noch ein neues Mikrofon. Aber das ist jetzt nicht Thema, auf jeden Fall macht's mir gerade ein bisschen mehr Spaß. Jetzt wird sich der ein oder andere denken bestimmt, ja, jetzt weiß ich, welche Fräse ich kaufen könnte und welchen Parallelanschlag, aber gibt es auch noch Fräser? Die Frage beantworte ich auch. Wie ihr seht, ich habe mir mal ganz am Anfang dieses billigste Bosch-Fräser-Set gekauft, wo es gab, in grün. Ich weiß nicht mal mehr, was es gekostet hat, glaube 36 Euro. Und da war zum Beispiel ein Bündigfräser dabei mit Anlauflager unten. Und der hat 13 mm. Wenn ich mir jetzt überlege, dass es 12 mm Holzplatten zwar gibt, aber ich nicht kaufe, weil sie einfach zum Möbel bauen oder Schränke bauen zu dünn sind, da fange ich mit 15 an, bringt mir der hier zum Beispiel gar nichts. Und deswegen muss man sich dann extra noch einen Bündigfräser kaufen, der halt mehr Abnahme hat oder längere Klingen. Dann gibt es allerdings noch dieses Fräserset von ENT, was ich hier auch habe, womit ich sehr, sehr zufrieden bin. Da ist jetzt zum Beispiel ein langer Bündigfräser drin mit Anlauflager unten. Und ja, ist gut. Ich kann nichts gegen diese Fräser sagen, die sind echt gut. Ich habe allerdings noch ein anderes gefunden, was für einen Einsteiger, denke ich, perfekt ist. Ist meine Meinung. Das ist mein Bosch-Fräser-Set, wo ich jetzt habe. Das ist 15-teilig. Ihr habt einmal ein Bündigfräser-Kugellager oben liegend und dann noch ein mit unten liegendem, was ich sehr gut finde.
Es gibt noch einen Nutfräser, 4 mm, falls ihr keine Flachdübelfräse habt. Ich habe mir jetzt eine gekauft, eine Makita, die kann ich euch mal verlinken. Aber die hier reicht bis Flachdübel 10, die Größe 10. Es gibt ja Größe 0, 10 und 20 und da könnt ihr 10er Flachdübel damit verbauen. V-Fräser gibt es noch, dann 25 Grad und 45 Grad Gärungsfräser. Ja. Abrundfräser 2 Stück, Nutfräser 3 Stück plus Kugellager. Die Klingen von den Bosch-Bündigfräsern sind 26, was ausreichend ist. Und der dickere hat auch 26. Ich bin mit dem Set sehr zufrieden. Ja, also wie gesagt, das ist mein Starter-Set, wo ich mir am Anfang gekauft habe, bis auf die Fräser. Mit der Fräse bin ich sehr zufrieden und die Fräser geben für mich als Anfänger alles das her, wofür ich Fräser brauche. Klar gibt es noch Spezialfräser oder teurere Fräser, Fräser mit Wendeplatten dran, wo man die Schneiden einfach umdrehen kann. Die sind dann etwas teurer. Da kostet dann ein Fräser 80 Euro circa, wenn man da einen Bündigfräser nimmt oder noch teurer, je nach Hersteller. Aber mit dem Set fahre ich sehr gut und bin von dem Zeug einfach überzeugt. Sonst würde ich es euch jetzt nicht sagen. Das war dann der Tooltip von Basteltown. Falls wir uns doch ein Video kommt noch dieses Jahr, da mache ich mal ein bisschen Danke sagen und so und dann gibt es noch was zu gewinnen. Ich kann euch ja schon mal drauf heiß machen. Es gibt was von Scheppach wahrscheinlich. Ich mache wahrscheinlich ein fettes Komplettpaket. Ein Akkuschrauber, eine Stichsäge plus. Jetzt muss ich das wieder umständlich aufpacken. Aber halt, das ist ja YouTube, das geht schneller. Da guckst du, war schon, stehe ich da mit dem Ding offen. Da sind zwei Schraubzwingen drin, die Gear Clamps von Bessi mit GK30 zwei Stück und heißt Spannweite 30 cm. Und noch so ein Multitool, eine Schere mit Messer drin, Schraubenzieher. Das verlose ich einmal und noch den anderen Akkuschrauber von Scheppach, der 20 Volt plus Stichsäge 20 Volt. Und da lege ich dann noch einen Feinschnitt oder einen Sauberschnitt-Sägeblatt von Bayerwald drauf. Das Blatt hat mich echt überzeugt. Kein Kreissägeblatt, ein Stichsägeblatt. Wobei von den Kreissägeblättern bin ich auch überzeugt. Ich habe seit Mai mein Bayerwald-Sägeblatt in der Tischkreissäge und auf der Kappsäge und wir haben Dezember. Und die Dinger sind immer noch scharf und machen saubere Schnitte. Was gibt's noch zu sagen? Habt ihr eine Idee? Falls ihr Fragen habt, genau. Immer unten reinhauen und vielleicht dann doch noch abonnieren, falls du ein Zuschauer bist von den 60% oder 70%. Ich weiß jetzt nicht, wo das gerade variiert. Die schauen nur zu, abonnieren mich aber nicht, weil sie Angst haben, wahrscheinlich, dass es was kostet. Es kostet nichts. Es ist völlig absolut kostenlos, mich zu abonnieren. Genug gelabert. Ich wünsche euch viel Spaß im Abstand. Und wir sehen uns dann noch im nächsten Video, ne? Also fleißig kommentieren, abonnieren und tschüss, ne? Bis dann.